Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Hogwarts Legacy Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es weiter. Die nächsten Missionen warten. Wir sind Level 23 mittlerweile. Ich habe off-stream, beziehungsweise gerade im Stream, eine Seite eingesammelt, die uns einfach auf Level 23 gepusht hat, weil wir ja kurz vorm Ende waren. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten Hauptmissionen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sind hier wieder in der Kartenkammer, in der Asservatenkammer, wo wir auch sonst schon öfter gewesen sind. Und hier machen wir weiter. Wie immer, einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Und ich würde sagen, let's go. Nia Fitzgerald, wir starten rein. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Okay. Die Schulleiterin spricht. Auftrag abgeschlossen? Okay, warte mal. Gucken wir jetzt auf der Karte. Müssten ja gleich was Neues sagen. So. Ne, bisher noch nichts drin. Wir müssen jetzt, glaube ich, warten, ne, bis die uns da anrufen. Anrufen, sag ich schon. Ja, hallo? Telefon. Geht der mit Zauberstab dran? Telefon, Telefon. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Professor Fig ist safe, der Böse. Und das sage ich schon, die ganze Zeit. So, wir besuchen ihn mal in seinem Büro. Okay. So, sprich mit Professor Fig in seinem Büro. Jetzt ist immer die Frage, ob man hoch oder runter muss. Man deswegen immer Pfeiltaste drücken. Mit Pfeiltaste drücken. Siehst du, der Pfeil zeigt jetzt wieder nach oben an. Das heißt, ich hätte hochgehen müssen. Oder? Ich hätte runtergehen müssen, Digga. Was ist das für eine Ey! Ich kann das jetzt... Ich hätte runtergehen müssen. Mann! Ey, ich bin so lost manchmal. Scheiße. Guck mal, ich wollte euch einen Tipp geben und ich wurde selber verarscht. Cool. Aber ich wäre doch nicht Ernesto, wenn ich so lost wäre. Nicht so lost wäre, hä? Okay. So, wir sind wieder im Büro vom Fick. Wo ist er denn? Fick ist weg. Fick is away. Fuck you, Fick. Da ist er. Er schläft immer auf dem Boden. Wir warten auf den. Auftrag anfangen. Let's go. Professor Fick, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Oh. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Seine Sie sind sich auf Schloss Frau. Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope. Aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Ah, geil, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar.
Aber braucht man Geil. Für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Stimmt, ein Haar Und oder so. Dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Geil, Alter. Auf Rille! Auf Rille! Schmerzerfüllte Schreie. Hä, wie geil ist das denn? Wie im Film. Richtig geil. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Krass, jetzt ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Aber das hat doch damals nie die Stimme übernommen, Chat, oder? Hatte das früher die Stimme übernommen? Seid mal ehrlich. Nein, oder? Das hat... Also die Stimme war immer dieselbe geblieben normalerweise. Professor, hätten Sie einen Moment... Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber... Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich... nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach wirklich? Ich entscheide, was besser ist. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese Unruhen hat. Lass mich in Ruhe. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Aber Ministerium die Stimme wurde annahm. Doch nie übernommen, Alter. Was kann der Schulleiter wollen? Aber krass, Alter, wie alle einen angucken und anmachen, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn, Alter. Okay, wir gehen weiter. Ich lese gleich alles vor, Fabian. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Ominous. Lass doch mit Mr. Ominous reden. Gaunt. Wo wollen Sie denn... Bisschen Faxen machen. Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Stark und... Mit Professor Black stimmt einfach. Die kommen alle gar nicht drauf, Professor, klar. Die denken auch so. Guck mal, Shinji Kagawa. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das. Gute Idee.
Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich. Mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Wie geil, der versucht einfach wieder Professor zu sein, ne? Das erinnert mich so sehr. Wo war das, Chat? War das Harry Potter 1? Das war Harry Potter 2, war das, ne? Mit dem Vielsafttrank, oder? Maulende Myrte und so. Harry Potter 2 war das, glaube ich, ne? Hallo. Alter, das war so geil, der Film, ey. Aus dem Weg, Kinder. Professor? Oh, was nerven die alles? Ja, geisteskrank, wenn du so ein Professor bist. Hallo, die alle nerven, ne? Professor Weasley. Wahnsinn. Schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Und ich vermisse ihn nicht. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Checken alle gar nichts mehr. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Nun ist der verwirrt, Alter, ne? Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Wir tun uns, als ob wir uns alle... Ach, du Scheiße. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Boah, guck mal, du bist die... Alter, gibt's ein Lammkotelett, alles. Das weiß Scrooge ganz genau. Boah, immerhin, in Hogwarts gibt's immer so geiles Essen. Boah, guck mal die Decken, Alter. Das sieht so geil aus mit den Kerzen und so, ne? Richtig geil. Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grope schwören, es keinem zu sagen. Oha. Nicht mal dem Meister selbst. Du stellst mich in Frage. Du stellst mich in Frage, doch wir müssen dieses Dominante haben. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Was ist das Familienmotto? Der Meister erinnert sich doch sicher? Nein. Etwas mit meiner... reinblütig. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch. Wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pour. Da wäre noch etwas, Scrope. Toujours pour. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Perfekt. Was kann man hier machen? Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Jetzt wird die Stimme und so alles anders, ne? Jetzt versteckt, ich werde... Oh. Steck dich. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Jetzt ist er am Rübsen. Fig hatte recht.
Ha. Es hat wirklich geklappt. Krass. Jetzt haben wir das Passwort. Such den Wort. Mit dem Passwort zum Wasserspeier. Warte. Mal kurz die Aloro Mora. So. Duellantengewand. Okay, betritt das Büro des Schulleiters. Da müssen wir jetzt hin. Wo ist denn das Büro des Schulleiters? Am Arsch der Welt. Also, da müssen wir hin. So. Okay. Ich sage ja immer. Das Spiel macht auf jeden Fall Bock, aber es ist schon sehr, sehr lang. Es zögert sich viel in die Länge. Ich werde mir das noch überlegen, ob ich auf YouTube nur die Hauptmission zeige oder auch geile Nebenmissionen so mit Sebastian und so. Aber das geht halt auch sehr, sehr lange, ne? Es kommen auch jetzt noch andere Spiele raus, wie Resident Evil und sowas. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das machen werde hier auf YouTube. So im Stream können wir gerne halt alles zocken, aber auf YouTube dann vielleicht nur so die Highlights. Ich muss mir das noch überlegen. Ich überlege mir das, Leute. Weil ich will ja auch nicht das Spiel, dass das noch einen Monat geht oder sowas. Das soll ja auch irgendwann mal zu Ende gehen. Ne? Auch ganz wichtig. Oha, was haben wir denn hier schon wieder? Wo sind die Dinger davon? Wo sind die? Da ist eins auf jeden Fall. Wo wäre das zweite? Oh, wo ist das zweite? Revelio. Ach, hier ist das zweite. Okay, gut, dann lass das kurz machen. Komm. 15 plus 0, 1, 2. 15 plus 2 sind 17. Wir brauchen eine 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen einmal dieses Krokodil oder was das ist. Nee, ja, das brauchen wir. Dann 19. Also das sind die Medusa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, 9 plus 0, 1, 2, 3. 0, 9 plus 3 sind 12. Wir brauchen eine 7. 0, wir brauchen diesen dreiköpfigen Drachen. Warte, nicht, nee, nicht den. Den, ja. Hm. So. Das ist der verspiegelte Hexerhut. Breiter Spiegel. Okay, perfekt. Das sieht so geil aus mit den Treppen, wie die auf einmal da rauskommen, ne? Richtig geil, Alter. Oder was sagt ihr hier gerade im Stream, Leute? Sollen wir auf YouTube nur die Hauptmission zeigen und ein paar Nebenmissionen, die geil sind? Oder alles? Ich sollte nachsehen. Sonst müssen wir gucken, dass wir vielleicht auf zwei Stunden Special gehen, Digga. Weil das Spiel ist halt wirklich sehr, 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 sehr lange. Oh, was ein Voice Crack. So. Ja, es war halt blöd, dass ich eine Woche weg war in Paris und sowas. Da konnte ich kein Harry Potter zocken, deswegen sind wir ein bisschen im Verzug leider. Alter, was ist das für ein langer Weg hier, ey? Das ist ja verrückt, was die hier gemacht haben mit dem Spiel, ne? Wie riesig die das alles gemacht haben. Wirklich geisteskrank. Aber wir sind da. Wir sind angekommen. Der Wasserspeier. Ach, geil. Hier muss ich das Passwort sagen. Stimmt, jetzt geht's nach oben so, ne? Kennt ihr doch aus dem Film. Wer kennt das noch aus dem Film, Leute? Krass. Richtig geil, ey. So, betritt das Büro des Schulleiters. Ab nach oben. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Ah, krass. Guck mal, wie im Film. Ja, wie bei Harry Potter, wirklich, ne? Geisteskrank. Heftig. Botanik, Blattgold. Botanik, botanischer Garten. Geil, Mann. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Nun gut. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Boah, ich sehe gar nichts mehr mit dieser Brille, Alter. Die ist so verschwunden. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Das muss das Podest sein. Krass, guck dir das mal an. Alter, wir sind einfach im Buch drin. Wir sind verschwunden im Buch. Das soll einer der besten Missionen sagen, sagen die Leute. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Was ist das denn? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen.
Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Ja, was ist das denn? Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Ja, wie krass ist das denn, Alter? Ja, das ist ja richtig geil. Das sieht ja voll geil aus, ne? Wie so ein Filter, Mann. Heftig, ey. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Junge, was ist das denn, Alter? Was geht hier ab, Leute? Digga, ich krieg Angst, ne? Das ist einfach Horror-Chat. Ohne gesehen zu werden. Das ist ja richtig Prison Break hier. Wie soll ich... darf nicht gesehen werden. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorwärts. Ich muss hier verschwinden. Wo Neve wohl steckt. Wie krass sie das gemacht ich haben, ich muss den Chat. Richtigen Moment oder? Abpassen. Das ist der Tod. Oh, ich wurde fast gesehen, Leute. Ich wurde gerade fast gesehen. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Alter, ich wurde gerade fast gesehen, Alter. Geschafft. Komm, weiter, weiter. Also, da bin ich gut, Leute. Ah! Der Tod. Er hat mich gerade erschrocken, Alter. Ey. Ich habe kurz auf den Chat geguckt, dann wieder zurück, dann war da dieser Totenkopf, ey. Scheiße. Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Schneller, schneller. Schnell nach oben. Das ist echt, das Spiel ist echt abwechslungsreich, Alter. So viele verschiedene Sachen. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Aber hier müssen wir jetzt aufpassen. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Jetzt. No risk, no fun. Heide Jalle. Komm, 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 komm. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Alter. Was ist das denn? Boah, diese Dinger sind echt geisteskrank, ne? Ehrlich. Das ist ja wirklich geisteskrank. Das ist krass. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Okay, so, wir sind wieder da. Da muss ich hin. Der Schwanz hat mich da gerade gesehen. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Dreh dich um, du Schwanz. Ich hab mich gerade gesehen. Er kriegt da so ein Adabakedava in seine Fresse, Alter. Dreh dich um, du Hund! Aha. Warum geht der so langsam? Kann der nicht ein bisschen schneller gehen? Guck mal, wie langsam der geht. Jawohl. Da ist der Tod. Da lauert nur mehr Gefahr. Der Tod. Super, und jetzt? Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Oh mein Gott!
Ja, was passiert hier? Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Alter, was passiert hier, Mann? Hallo? Egal, Leute, ich bin Spezialist durch Prison Break, wisst ihr doch. Oh. Dreh dich um. Das ist meine Chance. Wichtig, Leute, wichtig. Da ist es doch. Dort geht es weiter. Jawohl, Junge. Mysteriöser Umhang. Oha, das ist der... Ah. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Geil. Das ist der unsichtbare Tarnumhang, ne? Geil, Alter. Wie im Film. Teil 1. Hat Harry Potter doch geschenkt bekommen. Wisst ihr doch? Sie können mich nicht sehen. Krass, jetzt sehen die mich gar nicht. Ich kann mich ihnen nähern. Das ist geil. Jetzt können wir einfach durchlaufen. Jetzt können wir einfach laufen. Nur wir dürfen die halt nicht berühren, sonst sind wir am Arsch. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Wie krass das aussieht mit diesem Schwarz-Weiß-Effekt hier, ne? Ich finde den Effekt richtig cool, Mann. Von der Optik her wie bei der Geschichte der Heiligtümer des Todes. Ja, Mann. Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine Aufgabe. Was ist das für ein Zauberstab, Chat? Kennt man den? Von wem ist das, der Zauberstab? Könnt ihr das erkennen? Der von Dumbledore. Ist das der Elderstab? Elderstab Dumbledore. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Die Macht des Todes. Bombarda! Geil, Alter. Jetzt haben wir... Ja, wie cool ist diese Mission, bitte? Der Weg ist versperrt. Du kommst hier nicht vorbei. Alter. Oha. Potato. Alter. Oha. Digga, was hab ich für... Bombarda. Alter, Bombarda ist ja richtig krass. Du hast gesehen? Junge, das hat Bombarda gemacht. Das ist ja richtig geil. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch dazulernen. Richtige Dementoren-Sounds hier, ey. Warte. Defindo. Oh, der ist ja auch geil, Defindo. Depulso. Depulso kennen wir. Descendo. Descendo auch. Bombarda. Bombarda ist auch geil, Alter. Bombarda. Bombarda. Oh. Boah. Junge. Oha, was ist das für Hunde? Was ist das denn? Was sind das für Hunde? Alter, sieht das geil aus hier, ne? Boah. Boah, Alter, diese Attacken sind so geisteskrank gut, ne? Wirklich. Oha. Bombarda. Boom. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen die denn alle her? Nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ne? Ich sterbe alles. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, ne? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Mann, wegen dem scheiß Schatten im Hintergrund. Da war ein scheiß Schatten im Hintergrund. Weil die scheiß Wand hinter mir war, Alter. Weil diese scheiß Wand hinter mir war, konnte ich nicht sehen, wann ich... Dreieck drücken muss mit dem Goldenen da.
Solche Hunde, Alter. Jetzt rast ich aber komplett. Jetzt ist es vorbei, Digga. Jetzt ist es vorbei, Leute. Kommt her. Alter. Alter, diese... Die Attacken, warum sind die so effektiv, Alter? Die sind so krass, wie viel Schaden die anrichten, ne? Das ist Wahnsinn, Chat. Ohne Scheiß. Bombarda ist ja richtig stark, wenn das wirklich so ist. Alter. Ich brauche hier so Reflexe bei Harry Potter. Junge. Diese scheiß Hunde, Alter! Nein. Ich bin gleich tot, ne? Oha. Konzentration, Ernesto. Hier ist noch irgendwo jemand. Einer ist hier noch. Doch nicht. Boah. Ich habe keine Tränke mehr, Leute. Wir zocken ja auf schwer, deswegen. Ich bleib bei schwer. Das ist echt eine geile Herausforderung, Alter. Ey, was für eine geile Mission, ne? Was sagt ihr zu der Mission? Bisher ist schon eine 8 von 10. Es geht ja um den Stab und die Macht von ihm. Ach so, okay, okay. Der Stab ist ja geisteskrank. Oh nein, sag mir nicht, der ist jetzt der Endgegner, Alter. Wisst ihr, woran er mich erinnert? An den Film Der Wichser. Kennt ihr noch den Film Der Wichser? Muss hier raus. Ja, geil. Ach, halt's Maul. Ich stelle die Schwierigkeit auf Mittel. Ich stelle die Schwierigkeit auf Mittel, Digga. Was soll ich das denn machen, Alter? Dieser Zauberstab ist aber wirklich brutal, ne? Chat. Ich mein's ernst. Der Zauberstab ist Wahnsinn. Ey, merkt ihr das? Schreibt mal rein. Das ist ja verrückt. Alter, wie hat der mich getroffen, der fette Schwanz? Hier, nimm das, du Hund. Ey, ich seh nichts mehr. Ich schwör auf alles, ich seh nichts mehr. Alter, ist das krass schwer. Guck mal, mein Leben. Ich habe keine Tränke mehr, gar nichts. Ja, dein Vater, du... Und dein Vater, dein Troll. Ey, fuck der mich ab, Alter. Aha. Digga, auf einmal liegen hier Getränke. 3 Powertränke. Wollt ihr mich verarschen? Hier liegen auf einmal die scheiß Getränke versteckt. Ist das krass. Warum sagt ihr mir das nicht vorher? So, einmal noch mit Leben jetzt. Einmal mit Leben. So, komm. Ich habe jetzt schön 3 Heiltränke gefunden. Und jetzt wird rasiert, Digga. Guck jetzt. Kommt alle her. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Ich muss immer alle 4 Zaubersprüche einfach hintereinander abwechselnd machen. Machst du Bombarda. Dann machst du aber deine Schwarter. Dann kommt dein Vater. Gut ausgewischt, stark. Sollte das doch auf den Troll machen. Er macht mich auf den Troll. Cool. Defendo.
Gib den scheiß verwichsten Dreckstoll, Alter. Hier, Reck, du Schwanz. Bombard. Seh nix. Bombard. Es ist nur noch der Troll. Es war 24er. Oder ist das ein Kampf der Titanen hier, Alter? Ich schwör's dir. Kamehameha! Ja! Boom! Da bin ich, Alter! Meine Güte! Ohne Scheiß, Leute. Wir haben locker 7-8 Versuche gebraucht. Alter Schwede. Einmal habe ich diese scheiß Heilgetränke. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Ey, halt's Maul. Jetzt kommen nur zweite. Er wollte mich verarschen? Ich beende gleich das Let's Play. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ja, das war's, Freunde. Wir sind offiziell am Ende. Wer macht das auf den Wolf, Digga? Oder ne, auf den Troll, super. Ey, auf einmal macht der Usain Bolt Run, der Bastard. Mann, diese Kleinen sollen sich verpissen, diese scheiß Sirius Blacks, Alter, du scheiß Wolfskind. Fuckt er mich ab, Alter. Ja, er macht zu spät den Protego, stark. Mach doch auf den scheiß Wolf hier, bitte. Kill den Wolf neben dir, du Hurensohn! Ja, ja. Ich hab's geschafft, Digga. Ich bin der Beste. Let's go, Alter. Ich bin der Beste. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Alter. Was war das denn? Auf Schwierigkeit schwer, ohne Getränke. In der zweiten Runde mit zwei Trollen. Boah. Es ist eine geile Stelle. Es macht Bock, aber es geht auf die... Bruder, Wahnsinn, Alter. Wir haben es geschafft. Geil. Nein, kommt nicht noch eine Welle. Nein, nein, wir haben es geschafft, Digga. GG's in den Chat. GG's in die Kommentare. Wahnsinn, Alter. Let's go. Let's go, Alter. Das hat echt Bock gemacht, ey. Mit dem Ausweis. Es ist cool, es ist eine Herausforderung. Ich mag ja auch eigentlich so Herausforderungen. Hat richtig Bock gemacht. Come on. Come on. Ein echter Stein. Der muss für mich sein. Der Stein der Weisen. Der ist aus wie Illuminati, Alter. Was ist das? Ein Dreieck. Was für ein Dreieck da, Alter. Mysteriöser Stein. Millenniums Auge von Pegasus von Harry Potter. Von Yu-Gi-Oh!
Jetzt hast du alle drei Heiligtümer des Todes. Okay. Sie sind noch lange nicht fertig. Wie ist hier die Prüfung? Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist wie unfassbar, dass sie tot ist. Arme Neve. Sie war... Und das macht so eine richtig dunkle Atmosphäre, oder? Seid mir ehrlich, das ist schon krass. Haben die echt heftig gemacht, Leute. Muss ich wirklich sagen. Alter, wer liegt da? Ach so. Ah, okay, okay. Sie haben mich gefunden. Das ist Fitzgerald. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Mefindia Mumbaile. Hast du nicht schon verrückt gemacht hier, Alter? Erlebe Niam Fitzgerald Erinnerung. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Junge, sieht das krass aus, ey. Da ist ja das wie heißt das? Denkarium. Und gleich heult der wieder, denken dann kommt Träne. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Nia Fitzgerald Erinnerung. Ich hab Zwiebel im Auge. Und Träne. Das ist echt krass mit diesem Stil, ne? Mit diesem Schwarz-Weiß. Das war was ganz anderes, Alter. Das war wirklich eine sehr geile Mission, aber auch unnormal schwer. Ich war da echt am Verzweifeln an dieser einen Stelle. Alter. Geil. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne Sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen Händen. Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Das Böse, oha. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Spüren Sie es, Mr. Quirk? Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Die dunkle Seite der Macht. Krank. Krank, krank, krank. Boah, guck mal, ist voll komisch, wieder in Farbe alles zu sehen, ne? Ich schwöre, das fühlt sich jetzt ganz anders an. Heftig. Kehre zur Kartenkammer zurück. Hä, ist ganz anders wieder in Farbe, ne? Das hat so einen ganz anderen Vibe gehabt. Einen ganz anderen Vibe hatte das gehabt. Stimmt es? Sambakar Abubakar. Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß, Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Es war faszinierend, die Schmerzen in sich zu tragen. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ja. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich.
Doch sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den 5 Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Bragmore zu tun haben. 5 Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Feuerwhisky. Die haben Feuerwhisky getrunken, Leute. Ja, ich hatte auch einen anderen Whisky vorhin. Ich hatte den Jack Daniels gehabt. Scheiße. Bedingung ist einfach Feuerwhisky. Schließe Hauptaufträge ab. 9 von 14. Heißt das, wenn wir 14 von 14 haben, haben wir die Story durch, oder was? Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? Ich kann das gar nicht einschätzen. Weil ein paar Leute schreiben gerade fast Finale, als ob. Was labert ihr da? Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Bitte, Sebastian, bitte. Alter, wie geil. Sebastian, warte mal, wir gucken mal kurz. So, wo haben wir denn unsere Aufträge? Wir schauen mal. Also der nächste Auftrag, den wir haben, ist im Schatten des Berges. Erlerne Bombarda. Wir brauchen auf jeden Fall Bombarda. Und wir müssen Level 24 sein. Wir sind Level 23. Das heißt, wir müssen noch ein paar Aufträge machen, dass wir leveln. Und ich würde sagen, Leute, genau an dieser Stelle beenden wir die heutige Folge und machen morgen bei der nächsten Folge weiter. Die Folge ist jetzt nicht ganz eine Stunde geworden, aber ich finde, hier ist eine gute Stelle, um aufzuhören und beim nächsten Mal weiterzumachen. Wir nähern uns immer mehr dem Finale der Hauptstory an und ich will auf jeden Fall noch Avada Kedavra irgendwie lernen. Das wäre schon sehr geil, wenn wir das auf jeden Fall noch hinkriegen würden. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommt auf Twitch vorbei, wenn ihr alles live sehen wollt. War wirklich eine sehr geile Folge, Alter. War schwer, aber wir haben es hinbekommen. Der nächste Mal werde ich raus. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Hogwarts Legacy. Haut rein und ciao.